Flüchtlinge. Ein Wort, welches ganz Deutschland, wenn nicht sogar ganz Europa, spaltet. Die Mehrheit der Bevölkerung glaubt, dass die Menschen wegen Krieg und Gewalt fliehen. Das ist aber nicht richtig. Tatsächlich fliehen die meisten Menschen wegen klimabedingten Katastrophen. Deshalb geht es in diesem Video heute um Klimaflüchtlinge. Diesen Sommer haben wir den Klimawandel wirklich schon am eigenen Leib gespürt. Denn der Klimawandel trägt dazu bei, dass Wetterextreme und Naturkatastrophen zunehmen. Dadurch verlieren aber auch immer mehr Menschen ihre Lebensgrundlagen und werden zur Flucht gezwungen. Zwischen den Jahren 2008 und 2015 flohen ca. 25,4 Millionen Menschen aufgrund klima- und wetterbedingten Katastrophen. Das sind etwa doppelt so viele Menschen wie diejenigen, die vor Krieg und Gewalt fliehen mussten. Ob plötzlich einsetzende Naturkatastrophen wie Sturmfluten, Hitzewellen, Erdrutsche und Waldbrände oder schleichende Umweltveränderungen wie der Anstieg des Meeresspiegels, anhaltende Dürre oder degradierte Böden, auf denen nichts mehr angebaut werden kann. Die Ursachen der sogenannten Umweltmigration sind sehr unterschiedlich und doch werden die meisten vom menschgemachten Klimawandel hervorgerufen. Doch das Unfaire an der ganzen Sache ist, dass die betroffenen Menschen kaum etwas für den Klimawandel können. Denn den Hauptanteil an ausgestoßenen Treibhausgasen tragen immer noch die Industrienationen mit der Verbrennung von Kohle, Öl und Gas. Wir sollten uns langsam fragen, ob wir weiterhin für die notgedrungene Flucht vieler Menschen aus ihrem vertrauten Umfeld verantwortlich sein wollen. Aus reiner Solidarität und Gerechtigkeit sollten wir das Klima schützen und die Umweltmigranten unterstützen. Derzeit sind einige Länder und Erdregionen akut durch den Klimawandel bedroht. Die wohl bekanntesten Leidtragenden sind die 21 Pazifikstaaten, wie Fidschi, Kiribati und Tuvalu, die aus 1000 weit verstreuten Inseln bestehen. Ein Großteil dieser liegt nur 1 bis 2 Meter über dem Meeresspiegel. Steigt dieser, könnten ganze Inseln verschwinden. Andere würden flächenmäßig erheblich schrumpfen. Hinzu kommen häufige Zerstörungen durch Tropenstürme, wie 2013 auf den Philippinen, die bei einem Taifun, welcher zudem 6.300 Menschen das Leben kostete, völlig zerstört wurden. Auch Bangladesch, welches nur etwa 0,06% zu den globalen Treibhausgasemissionen beiträgt, wird von zunehmender Hitze und Dürre andererseits aber auch von Überschwemmungen durch Regen und Meeresfluten geplagt. Bei einem Meeresspiegelanstieg von nur 1 Meter stünde rund 1/5 von Bangladesch unter Wasser. Etwa 15 Millionen Menschen würden dann zu Umweltflüchtlingen im eigenen Land werden. Doch was können wir tun? Zuerst einmal sollten wir nicht länger zusehen, sondern aktiv werden. Wir müssen die betroffenen Länder finanziell vor Ort unterstützen. Und um das Klima nicht noch weiter aufzuheizen, schnellstmöglich unsere Emissionen senken und aus fossilen Energien aussteigen. Generell gilt, jeder Einzelne kann dazu seinen Beitrag leisten. Klimaschutz beginnt bei dir. Wie in diesem Video gezeigt, ist es ironisch, dass die AfD den Klimawandel leugnet und Flüchtlinge ablehnt. Dem Klimawandel ist es egal, ob man ihn leugnet. Schreitet der Klimawandel weiter voran, steigen auch die Flüchtlingszahlen. So, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt ein Like. Wir hören uns dann im nächsten Video. Dort wird es dann weihnachtlich. Over and out, Green World Facts TV.